mein Kopf. Was ist passiert? Lebe nicht hier. Oder liegt Doktor Leif? Doktor, wach auf. Oh mein Gott, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ziehen wir ihn erstmal aus dem Wasser. Boah, ist er schwer. Doktor, wach jetzt endlich auf. Fuck, was ist passiert? Doktor, geht es dir gut? Kami? Kami, was machst du hier? Fuck, wo sind wir hier? Wie sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Ich bin auch erst dort im Wasser aufgewacht. Fuck, du wurdest auch angespült. Ach, irgendwie schmerzt mein Fuß, aber ich weiß nicht, was es ist. Boah, scheiße, was ist denn das? Was ist denn da passiert? Kami, helf mir mal bitte hoch. Ja, nimm meine Hand. Ach, lass uns darüber gehen. Fuck. Scheiße, was ist da passiert? Setzen wir uns erstmal hier hin. Scheiße. Ah, mein Bein. Und du kannst dich an nichts mehr erinnern? Oder liegt ein Handy, oh mein Doktor? Gott, was liegt da? Das ist doch ein Handy. Wie kommt das dahin? Das ist sogar mein Handy, Freunde. Das ist meine Handyhülle aus dem Dr. Light Shop. What the fuck, wie kann es hier rumliegen? Scheiße, dann hat uns auf jeden Fall irgendwer hier hingebracht. Okay, entsperren wir es mal. Oh fuck, was sollen wir jetzt machen? Scheiße, wir wissen nicht mehr, wo wir sind. Ich habe auch keine Ahnung. Warte mal, wir rufen mal Google Maps auf. Oh fuck, es ist auch so windig hier. Oh, Gamey, schau mal. Oh mein Gott. Das ist eine Insel mitten im Meer. Wie sind wir hier hingekommen? Ich lag auch nur da im Wasser. Du kannst dich an nichts mehr erinnern. Nein, absolut nicht. Ja, ich auch nicht. Fuck, was machen wir jetzt? Versuchen wir mal Cayman anzurufen. Okay, es wählt, Freunde. Geh doch ran, Cayman. Fuck, hoffentlich geht er ran. Okay, nee, da geht niemand ran. Mist, was machen wir jetzt? Wir sind hier an irgendwelchen Klippen, an irgendeinem Strand. Boah, das ist auch voll verlassen hier alles. Es kann nicht sein, dass wir von alleine hierher gekommen sind. Es muss irgendwer getan haben. Oh fuck, du hast recht, Gamey. Irgendwer hat uns hier hingebracht, aber... Ich habe eine Nachricht bekommen. Das ist ein Video von Vogelmann. Okay, schauen wir uns das direkt mal an. Hallo Game Master und Dr. Light. Du fragst dich bestimmt, warum du und Game Master einfach so mitten am Strand aufgewacht seid und ihr euch an nichts mehr erinnern könnt. Das war ich. Wie ich das gemacht habe, werde ich dir jetzt noch nicht verraten. Ihr seid hier auf einer Insel, naja, nicht irgendeiner Insel, das ist meine Insel. Herzlich willkommen auf der Vogelinsel. Ihr fragt euch doch bestimmt, was ihr jetzt tun sollt. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr übernachtet in einem heruntergekommenen Haus im Wald oder ihr schwimmt zu dem großen Stein im Wasser und holt euch den Schlüssel für ein Hotel im Schillerweg 5. Ganz eure Entscheidung. Jedoch habe ich gehört, dass ein Gewitter aufziehen soll. Viel Spaß. Oh fuck, Freunde, es war Vogelmann. Das hätte ich mir auch denken können. Der hat uns zwei hier auf so eine Insel gekarrt. Und mein Bein hat er auch noch gebrochen. Scheiße, das wird jetzt übel schwer. Und er hat gesagt, wir müssen hier auf irgendeinem Stein eine Flaschenpost finden. Okay, wo ist hier ein Stein? Da hinten ist einer. Der da hinten, ne? Ich glaube, er meint den da hinten. Seht ihr den, Freunde? Das ist so ein riesiger Stein im Meer. Okay, das heißt, wir zwei müssen da jetzt hingehen. Dann müssen wir ja ins Wasser. Ja, was tut man nicht alles für eine richtige Wohnung? Okay, stehen wir mal auf. Ah, mein Fuß. Doktor, du bist zu schwer. Okay, ich kann verstehen, dass du es nicht schaffst. Oh, hier liegt hier irgendwas. Irgendwie, da liegen Krücken. Schaffst du es noch bis dahin? Ja, ich glaube. Okay. Nummer 1 und Nummer 2, hier sind sie. Okay, vielen Dank, Gamey. Okay, das Wasser kommt aber auch immer näher. Ich glaube, das ist die Flut. Wir müssen jetzt schnell zu diesem Stein. Ja, schnell. Okay, dann los. Oh, fuck. Wir sind gleich da, Gamey. Okay, Gamey, ich würde sagen, hier gehen wir ins Wasser. Da drüben ist auch schon der Stein. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Ich würde sagen, die Krücken nehme ich bis da vorne mit und dann lasse ich sie da liegen. Okay, die Krücken lege ich mal hier hin. Okay, Gamey. Okay, mache ich, da ist sie gleich. Da ist sie, Freunde. Ja, ich habe sie. Wir haben es geschafft, hier ist der Schlüssel drin. Jetzt aber schnell wieder an Land. Wir haben es geschafft, Gamey. Wir haben den Haustürschlüssel. Hier
ist der drin. Holen wir den mal raus. Gib mal einen fetten Daumen nach oben. Oh, da ist auch voll viel Wasser drin. Aber wir haben den Schlüssel, Freunde. Okay, weißt du die Adresse noch, die er uns geschickt hat? Ja, klar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da direkt mal hin. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt fast an diesem Haus angekommen. Das hier müsste es sein, oder? Ja. Da ist auch schon die Tür, Freunde. Okay, endlich oben angekommen. Oh, was ist? Schau mal, was da unten liegt. What the fuck, da liegen Federn, Freunde. Woher kommen denn diese Federn? What the fuck, sind die vielleicht von Vogelmann? Das kann gut sein. Oh, scheiße, nicht, dass der da drin auf uns wartet. Schauen wir nach. Aber gut, ja, hol mal den Schlüssel raus. Hier ist er. Okay, dann schließ mal direkt die Tür auf. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Boah, und sie ist offen, die Wohnung. Willst du zuerst reingehen? Ja, bitte. Okay, dann los. Ist da irgendwo ein Lichtschalter? Ja, hier. Okay, dann drück mal. Okay, perfekt, wir haben auch Licht. Boah, und jetzt würde ich sagen, suchen wir erstmal die Dusche und gehen uns mal duschen, weil wir stinken auch voll von diesem Wasser. Oh, wo ist hier die Dusche, Gamey? Schauen wir mal in allen Räumen nach. Okay. Hier könnte sie sein. Okay, da ist auf jeden Fall ein Bad. Geht da irgendwo das Licht an? Na klar. Okay, perfekt. Und da ist auch die Dusche. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wer zuerst duschen geht. Ich. Gamey! Och, Mann! Lass mich rein! Okay, dann sehen wir uns wieder, wenn wir uns beide geduscht haben. Bis gleich. So, Freunde, ich habe jetzt auch noch geduscht. Gamey hat sich in der Zwischenzeit schon schlafen gelegt und wir schauen uns jetzt mal die Wohnung an. Das war mein Handy. Oh nein, Freunde, Vogelmann hat wieder geschrieben. Gehe in den Keller. Es ist schon 2 Uhr nachts oder so und wir sollen noch in den Keller gehen? Spinnt der? Und es müssten wir auch noch alleine machen, weil Gamey schläft schon und ich will ihn gar nicht wecken. Aber gut, uns bleibt keine andere Wahl. Gehen wir mal runter. So, gehen wir mal raus. Und hier die Treppen runter. Oh, mein Fuß tut so weh. So, gleich haben wir es geschafft. Okay, Freunde, nur noch die Treppe hier runter. Und da ist auch schon die Kellertür. Boah, sieht es creepy aus mit diesem Licht. Aber gut, schließen wir die direkt mal auf. So, Schlüssel rein und aufmachen. Wow, Freunde, sie ist offen. Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Oh, hier. Okay, die Lichter sind an, Freunde. Das sieht aber nach einem ganz normalen Keller aus. Da stehen so Waschmaschinen und da geht so ein riesen Gang lang. Aber wartet mal, Freunde, den haben wir doch schon mal gesehen, diesen Gang. Da hat doch Vogelmann sein Video gedreht, oder nicht? Und was sollen wir jetzt hier machen? Ich meine, hier ist ja überhaupt nichts. Hier ist so ein Eimer, Rohre und halt solche Waschmaschinen mit so Bezahldingern. Ja gut, gehen wir den Gang hier mal lang. Da sind voll viele Türen, alle mit so Zahlen, aber auch alle verriegelt. Bekommen wir die irgendwie mit dem Haustürschlüssel auf oder so? Versuchen wir es mal. So, passt rein, aber lässt sich nicht drehen. Freunde, dann probieren wir das jetzt mal bei allen. Nummer 2. Passt der hier rein? Nee, da passt der nicht mal rein. Aber irgendwas muss es mit den Nummern doch auch auf sich haben. Wartet mal, Freunde. Wir wohnen in Haus Nummer 5. Vielleicht hat es was damit zu tun. Dann gehen wir jetzt direkt mal zu dieser Nummer 5 an der Tür hier. Hier ist die. Und oh mein Gott, wieder so ein Schloss, wo der Schlüssel passen sollte. Versuchen wir es mal, Freunde. So, und drehen. Oh mein Gott, das Schloss ist offen. What the fuck, der Schlüssel hat wirklich gepasst zur Nummer 5. Unser Einfall war richtig. Jetzt bin ich gespannt, was uns in diesem Raum erwartet. Fuck, sollen wir da wirklich reingehen? Gib mal einen fetten Daumen nach oben, Freunde. So, machen wir das Schloss noch voll weg. Und den Raum auf. Boah, was steht da drin? Das ist wie so ein Schrank und ein Bollerwagen. Hier dieser riesen Schrank und hier der Bollerwagen. Ja gut, ist da irgendwas drin? Oh, nicht, dass da Vogelmann drin hockt. Da auch nicht. Aber hier irgendwo muss doch was sein, sonst hätte der uns doch nicht in den Keller gelockt, oder? Öffnen wir mal hier die Schubladen. Oh, hier ist einiges drin. Produit Facel. Das sieht übel komisch aus, Freunde. Das ist auch so grünlich. Wow, nicht, dass es irgend so ein komisches Mittel von Vogelmann ist. Okay, schauen wir mal weiter. Das ist echt krank hier. Sonst ist hier nicht mehr viel drin. Schauen wir mal hier in den Schrank. Handtücher, nichts. Hier oben steht noch so eine Schale, aber ist da was drin? Seht ihr das, Freunde? Ja gut, schauen wir mal noch in den Schrank. Nichts drin. Vielleicht in der Schublade. Oh, da liegt ein Papier drin. What
the fuck, das ist von Vogelmann. Ich glaube, das ist unser Hinweis. Nehmen wir es mal vor ins Licht und lesen es dann. Kommt mit. Das Ding ist, wenn er einen Schlüssel für dieses Schließfach hier hat, dann hat er auch einen Schlüssel für unsere Wohnung. Scheiße, Freunde, wir sind da drin nicht sicher. Aber gut, lesen wir mal, was auf dem Zettel steht. Hallo Game Master und Dr. Light. Hiermit lade ich euch recht herzlich in meine Villa ein. Und das Beste? Nur ihr und ich werdet dort sein. Wundert euch nicht. Die Villa ist nicht im besten Zustand. Traut euch ruhig hineinzugehen. Wie wäre es morgen um 17 Uhr bei mir? Schön, dass es euch zeitlich passt. Meine Adresse findet ihr hier unten auf dem Brief. Hä, da kommen wir doch niemals. Als ob wir freiwillig in Vogelmanns Villa gehen würden. Wir buchen uns morgen so schnell wie es geht einen Flieger nach Hause. Wir wollen hier einfach nur weg. Aber da steht noch was. Lesen wir mal weiter. Ihr wollt nicht kommen? Dann werdet ihr nie wissen, was passiert ist und ihr auf einmal am Strand aufgewacht seid. Vogelmann, Schnabelweg 6 in Borkum. Wobei, Freunde, da hat er auch recht. Was sollen wir jetzt machen? Ich würde nämlich schon gern wissen, was mit meinem Bein ist und warum wir da aufgewacht sind mitten am Strand. Freunde, stimmt mal hier oben ab, ob wir da hingehen sollen. So, raus hier. Freunde, die Tür war doch noch offen. Die Tür ist einfach abgeschlossen. What the fuck? Wir kommen hier nicht mehr raus. Was machen wir jetzt?